Hallo und herzlich willkommen auf meinem Kanal zu diesem kleinen Tutorial, wo ich euch zeige, wie ich Friulketten verarbeite und wie aus dem hier das hier entsteht. Dies ist natürlich nur meine Art, die Ketten zu verarbeiten. Es gibt viele andere Möglichkeiten und wie gesagt, ich wollte euch ja zeigen, wie ich das mache. Die Firma Friul Model kommt aus Ungarn und diese stellt für alle möglichen Fahrzeuge Metallketten her, also Aftermarket-Zubehör für eure Panzer. Ich verarbeite hier gerade für den Tiger 2 Spät oder E75 die ATL 37. Hier in der Packung sind 210 einzelne Kettenglieder für die rechte und dann auch für die linke Kette. Diese sind getrennt in zwei unterschiedlichen Beuteln. Wie ihr sehen könnt, habe ich die rechte Kette schon fertig und möchte euch zeigen, wie ich die linke Kette zusammensetze. Damit ihr mal einen Eindruck von der Kette bekommt, habe ich diese mal auf das Laufwerk des E75 aufgezogen. Und wie ihr schon sehen könnt, diese hat wunderschöne Details und einen ganz natürlichen Kettendurchhang, was natürlich wichtig ist, um das Modell realistisch darzustellen. Dies kommt von dem Eigengewicht aus Metall. Im Set sind enthalten eine Tüte für die rechte Kette und eine Tüte mit den Gliedern für die linke Kette, sowie ein Antriebsrad aus Metall. Leider ist die Bohrung hier zu groß und die passt bei meinem Bausatz nicht drauf, deswegen nehme ich die Originalantriebsräder aus Plaster. Und im Set befindet sich dieser dünne Draht, der dann als Verbindungsstück zurechtgeschnitten wird, um die einzelnen Kettenglieder zu verbinden, sozusagen der Kettenbolzen. Wichtig ist, ihr müsst vorher in eurer Bauanleitung schauen, wie viele Kettenglieder ihr braucht laut Bauanleitung. Das wären hier original 91 Stück, aber in der Literatur bei den Originalfahrzeugen spricht man von 92 Stück. Reell habe ich jetzt bei dieser Kette 93 Kettenglieder gebraucht. Deswegen habe ich vorher die Laufrollen aufgebracht, um zu gucken, wie der Kettendurchhang ist, und diese Kette ist auch noch nicht komplett fest miteinander verbunden. Ich werde sie vorher noch lackieren, bevor ich sie verbinde. Des Weiteren ist hier so ein kleiner Zettel, da steht drauf, wie die Ketten zu verarbeiten sind. Und jetzt möchte ich euch zeigen, was ich so an Werkzeug dafür nehme. Zum Versäubern der einzelnen Kettenglieder nehme ich diesen alten Plastikschneider, Seitenschneider von mir. Da ist die Klinge schon nicht mehr ganz in Ordnung und ich habe einen neuen für meine Plastikteile. Deswegen kann ich hiermit dann den überständigen Guss abtrennen. Die einzelnen Löcher der Ketten durchbohre ich mit diesem Tamiya-Bohrer, der ist 0,5 mm stark, so auch wie in der Anleitung steht. Zum Feilen von Grat benutze ich diese kleine Metallfeile. Eine Pinzette habe ich noch, ein Messer, falls ich größere Teile abtrennen muss, und eine Zange, um den Draht dann später in die Löcher hineinzuschieben, weil es kann vorkommen, dass wenn man das mit der blanken Hand macht, dass man sich dann dabei sticht, und das will ich nicht. Und ich will euch zeigen, wie ich jetzt die Kette Teile versäubere. Ich würde euch empfehlen, immer Handschuhe zu tragen, um eure Haut zu schützen. Hier haben wir jetzt eins von diesen kleinen Teilen und da sieht man hier oben schon schön diesen kleinen Angusspunkt hier. Hier ist so ein Guss übrig. Dann nehme ich jetzt meinen alten Seitenschneider, entferne das, und falls hier noch so ein paar Stellen sind, nehme ich jetzt die Metallfeile und schleife alles wie beim Kunststoffspritzding schön glatt. Nachdem ich das gemacht habe, nehme ich den 0,5 mm Bohrer und schaue, ob alle Löcher hier durchgängig gegossen sind. Es kann sein, dass manche Löcher durch den Guss leicht noch verschlossen sind. Das ist später wichtig, um die Kette gut montieren zu können. Von der anderen Seite auch, damit ich alle Löcher erwische. Ja, da haben wir schon ein bisschen was drin. Und natürlich vorsichtig sein, dass ihr den Bohrer nicht abbrecht. So, das ist das erste Teil fertig. Das lege ich an die Seite. Beim zweiten Teil habe ich auch so ein bisschen Grat. Entferne ich wieder. Schleifen. Gucken, ob der Bohrer schön die Löcher penetrieren kann.
das Ganze mache ich jetzt mit all den Teilen. Ohne Fleiß, kein Preis. Teile sind jetzt versäubert und die werden jetzt von mir mit warmem Wasser und Seife gereinigt, um sie zu entfetten und vom Schmutz zu befreien. Teile sind jetzt alle gewaschen und sauber. Jetzt müssen sie nur noch trocknen. Dafür breite ich die hier auf dem Küchentuch aus. Ein Küchenkrepp oder Küchenrolle, wie ihr es nennen möchtet. Dort lasse ich sie jetzt trocknen. Und wir sehen uns wieder, wenn es am Zusammensetzen geht. So, die Teile sind nun alle trocken. Nun beginnt der Zusammenbau. Dafür nehmen wir diesen mitgelieferten Draht, der in der Packung mit dabei ist. Dieser dient als Bolzen, um die einzelnen Ketten wieder zu verbinden. Meine Methode ist jetzt, ich nehme die ersten beiden Glieder, fasse die zusammen und führe den Draht ein und schaue, wie viel ich brauche. Das ist jetzt ganz hinten. Der kann ja auch hier hinten nicht raus, weil die Seite verschlossen ist. Dadurch hat man direkt einen schönen Anschlag. Ich schneide mir jetzt dieses Stück Draht ab auf ungefähr diese Länge, dass ungefähr ein halber Zentimeter oder 5 mm hinausstehen. Das Stück ziehe ich jetzt wieder hinaus und das nehme ich jetzt als Längenangabe für die anderen Bolzen. Ich werde jeweils 10 Kettenstücke zusammensetzen und da aus den einzelnen Segmenten, dann aus diesen 10er Segmenten, dann die ganze Kette fertigen. Deswegen schneide ich mir jetzt erstmal passend 10 solche Drahtstücke, um dann die ersten Segmente zusammensetzen zu können. Wie gesagt, nun beginnt der Zusammenbau. Auf der einen Seite sind Löcher, auf der anderen Seite sind keine. Man steckt die Teile zusammen, nimmt sich ein Stück Draht und dieses Stück Draht kommt jetzt als Bolzen hier in diese Kette hinein. Bis zum Anschlag, bis es nicht weiter geht, wenn es ein bisschen hakelt, ein bisschen drehen. Ich nehme zum Reinschieben eine Zange, dann sticht man sich mit dem spitzen Draht nicht in die Finger. Dann kommt das. Nächste Kettensegment. Wieder ein Stück Draht. Durchschieben, bis es hinten ist. Manchmal kann ein bisschen was verbiegen, aber das Stück Draht ist hinten. Und das mache ich jetzt, bis ich 10 Kettenglieder zusammen habe. So, die ersten 10 Elemente sind zusammengesetzt und hier sieht man jetzt schon schön, wie die Kette sich bewegt und verformt. Sieht aus wie eine richtige Kette.
Das mache ich jetzt mit den anderen Elementen, bis ich insgesamt 93 Kettenglieder zusammengefügt habe und dann baue ich die große Kette. Wir sehen uns gleich wieder. Um die Drahtstifte zu fixieren, nehme ich Sekundenkleber von Loctite. Dieser ist ziemlich dünnflüssig. Da habe ich mir hier einen Tropfen auf die Folie gemacht. Nehme ein Stück Draht, einen Abschnitt, tue den Draht da hinein und dank der Kapillarwirkung fließt der Klebstoff in die Löcher an den Drahtstücken entlang in das Loch und hält diese dort in Position. Wenn der Kleber dann trocken ist, nehme ich meinen Seitenschneider und schneide ganz knapp den Draht so weit wie möglich ab, um dann zu entfernen, damit er nicht übersteht. Hier seht ihr jetzt ein Kettensegment, wo ich den Draht ganz nah an den Kettengliedern abgeschnitten habe. Er steht nicht über. Hat einen schönen Abschluss. Und die Drahtstücken können nicht herausfallen. Jetzt setze ich alle 10er-Segmente zu einer großen Kette zusammen und lasse jeweils einen langen Drahtstift noch rausstehen, damit ich sehe, wo die Segmente verbunden sind, damit ich auch die Übersicht nicht verliere. Diese verklebe ich dann zum Schluss. Ich nehme jetzt hier so ein 10er-Segment, setze es an und führe das Drahtstück ein. Damit wächst die Kette jedes Mal ein Stück länger, bis ich die Komplettlänge habe. Hier ist das letzte Stück, da sind 13 Kettenglieder dran, damit komme ich dann auf die Länge von 93. So, wenn der Sekundenkleber jetzt trocken ist, nehme ich den Seitenschneider wieder und schneide alle überstehenden Drahtstücke. Die Teile der Kettenglieder 92 und 93, die habe ich noch nicht verklebt. Hier kann ich die Stifte noch herausziehen, wenn nötig, um die Kette entweder zu kürzen oder noch zu verlängern. Und damit ist die ganze Kette zusammengesetzt. Die Kette ist schön flexibel und ich werde sie jetzt an den Panzer anbringen. Genauso wie die hier, die ich schon gebaut habe. Vielen Dank für eure Aufmerksamkeit. Bis dann, euer Ben.